Beim Diabetes gibt es ja sehr erfolgreiche Disease-Management-Programme, die auch multiprofessionell und interdisziplinär strukturiert sind, die zum Beispiel in der Steiermark sehr erfolgreich waren. Und das muss man halt bei der Wunde auch machen, wobei das noch ein viel mehrdimensionales Geschehen ist. Aber der Diabetes spielt natürlich in der Wundmedizin eine große Rolle, keine Frage.